Zum Schluss meines Beitrages möchte ich noch ganz kurz etwas sagen zum Stand des laufenden Gerichtsverfahrens gegen mich wegen meiner Beteiligung an den Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch vom 13. Februar 2010 in Dresden. Der Prozess gegen mich wurde am 10. Oktober vor dem Amtsgericht in Dresden eröffnet. Und ihr wisst, 2010 war es durch das Engagement vieler tausender Menschen erstmals gelungen, den Nazi-Aufmarsch durch die sächsische Landeshauptstadt zu verhindern. Und ich bin stolz darauf, mit an vorderer Reihe dabei gewesen zu sein. Und die vielen Bürgerinnen und Bürger, die 2010 und auch in den Folgejahren friedlich gegen die Nazis protestiert haben, sie verdienen in meinen Augen öffentliche Anerkennung und keine Verfolgung durch die Justiz. Wir als Linke und auch ich als damaliger Vorsitzender der Sächsischen Landtagsfraktion haben uns immer als Teil der Protestbewegung begriffen, uns nicht in einer Führungsrolle gesehen. Wir haben sie nie beansprucht und wir haben sie auch nie gehabt. Und natürlich waren die Gegendemonstranten, die da zusammengekommen sind, freiwillig an diesem Ort. Die sind von niemandem hinbeordert worden. Auch deshalb ist die von der Staatsanwaltschaft immer wieder formulierte Formulierung von der Redelsführerschaft eine absolute Unverschämtheit. Und es gibt natürlich in diesem Land, auch darüber weisen wir immerhin, viele, die von Strafverfolgungsmaßnahmen betroffen sind, die nicht die Prominenz haben, wie ich oder andere Abgeordnete, die dort strafverfolgt werden und die sich ebenfalls natürlich Unterstützung vergewissern wollen. Und mit Ihnen erkläre ich mich deshalb auch hier nochmal heute ausdrücklich solidarisch und ich fechte mein Verfahren in gewisser Weise auch für jene aus, die diese öffentliche Wirksamkeit nicht haben, um sie auch in ihrem Kampf mit zu unterstützen. Und ich hoffe natürlich, das wünsche ich mir, sicherlich nicht nur ich, dass die staatlichen Einschüchterungsmaßnahmen, die es gegeben hat und immer noch gibt, keinen Erfolg haben, sich auch in den nächsten Jahren viele Menschen in Dresden friedlich versammeln und sich den Nazis entgegenstellen. Wir dürfen da nicht locker lassen. Und ich möchte mich ganz zum Schluss auch nochmal sehr herzlich für den Zuspruch, für die Unterstützung bedanken, die ich in den letzten Wochen und Monaten in der Partei und auch von außerhalb erfahren habe. Am nächsten Dienstag wird mein Prozess fortgesetzt und angesichts der Zeugenvernehmungen wird es wohl eine ganze Weile dauern, bis dieses Verfahren zum Abschluss kommt. Ich kann euch versichern, ich werde durchhalten und ich werde den Kampf notfalls auch bis zum Bundesverfassungsgericht führen. Ich denke, das ist dringend notwendig. Letzter Satz. Ich habe mit dem Wechsel im Fraktionsvorsitz eine Etappe beendet. Jetzt möchte ich gemeinsam mit euch ein neues Kapitel aufschlagen und bitte schon dafür jetzt um eure Unterstützung. Herzlichen Dank.